Ja, hallo zusammen Leute, willkommen zu diesem Video. Es ist ein trauriges Video, denn ich habe die Kündigung bekommen. Ich muss leider umziehen, nein Spaß. Wir haben, ja, wie nennt man das hier, einen kleinen Umzug geplant und eine Vergrößerung mit, ich muss mich so rumdrehen, weil sonst sieht man mich nicht. Hier hinter der Kamera sind noch ein paar andere Leute, die jetzt gerade ruhig sind und Grimassen schneiden. Ich stell mal vor und zeige euch dann, wo wir sind, aber das denke ich mal schon im Titel, werdet ihr es ja sehen. Also, wir haben Nummer 1. Den Christian. Mahlzeit. Dann sieht nur dich. So, dann haben wir Nummer 2. Den Justin. Hallo. Der verlorene Sohn. Kehrt zurück. Nummer 3. Timmy. Timmy. Und Nummer 4. Der Dicke. Servus. Einer von den Dicks. Ja. Und Nummer 5 fehlt, der Kevin. Ne, Grüße. Grüßen Kevin. Kevin. Hallo Kevin. Er muss leider arbeiten und hat keine Zeit. Aber wir stehen in unserer neuen Halle. Von allen hier. Gemeinsam. Das ist unsere Halle. Das ist alles safe und ist alles unterschrieben und alles geklärt. Und ein bisschen mehr gemischt als sonst. Ne? Genau. Wir haben hier, das ist jetzt der Teil von euch beiden, also von Tim. Und komm mal rüber hier, nicht abhauen. Komm mal rüber hier. So, ihr beide seid mit dem dran. Genau. Dann erzähl mal ein bisschen was davon. Ja, Honda Civic EJ9. Hier sind die Leute. Also Honda Civic EJ9. Ja. 1,4 Liter Maschine bis jetzt. Ja. Eventuell noch einen Motorumbau. Wir haben den jetzt komplett geschlachtet. Ja. Ja, haben den komplett gesandstrahlt. Also man sieht, dass er grundiert ist, ne? So. Genau, jetzt ist er grundiert und jetzt geht es so in das Finale für die Karossearbeit, Karossenarbeiten. Türen müssen noch gemacht werden. Da also haben wir noch ein paar kleine Löcher zu machen und dann wird der auch schon lackiert. Okay. Ja. Und du bist mit? Er ist voll zufrieden. Ja, es gibt halt einiges zu tun, ne? Ja. Karosseriearbeiten sind halt scheiße. Genau. Also für die Honda-Leute wird zwischendurch bestimmt auch mal das ein oder andere Video rausgehauen. Ja, ne? Gerne auch Vorschläge. Tim hat ja die Kamera noch, ne? Kannst du ein bisschen Tipps für uns. Mögliche. Genau, Tipps für die Jungs, ne? Haut raus. Ja, könnt ihr alles hier kundgeben. Ja, dann wäre der Nummer 2. Guck mal her da hinten, ne? So, den kennt ihr ja schon des Öfteren. Ja. Das ist dein Coupé? Ja, das ist mein aktueller Wagen. 325 Coupé. M50. Automatik. Leider. Ich wusste, dass das kommt. Aber. Ja. Ich lass es beim Aber. Ja. Ja, aber du hast ja theoretisch noch was anderes vor. Willst du schon sagen oder willst du erstmal? Nee, das noch geheim. Noch geheim. Ja. Aber hauptsächlich würdest du quasi an deinen Autos arbeiten, ich denke mal an der Limo unter dir, ne? Ja. Einfach so random. Lass mir das auch mal so stehen. Genau. Die Limo hast du übrigens auch noch. Die Limo habe ich auch noch, die steht zu Hause in der Garage. Genau. Hat Papi genommen. Ja, die ist von Papa. Ja. Da sind jetzt auch ein paar Videos wahrscheinlich geplant noch, was da jetzt noch kommt. Aber jetzt haben wir ja auch die Möglichkeit, jetzt sind wir ja alle zusammen. Alle zusammen. Ja. Alle zusammen. Und das ist halt schon ziemlich geil. Ja, und dann halt auch wie von einigen Leuten damals gewünscht, wo wir nicht zugekommen sind, den Wagen mal vernünftig vorstellen. Dein? Ja. Ja, stimmt. Können wir dann auch die Tage machen, ja. Wenn er sauber ist. Ja. Gut, also da wird auf alle Fälle was kommen. So, Christian, du. Yeah. Den kennt ihr auch schon was länger, der ist ja auch schon was oft drin dabei gewesen. Ganz genau. Ich habe mit meinem Kollegen Kevin, der ist jetzt nicht da. Grüße. Ja. Den schönen Golf 2. Den kennt ihr auch schon, da habe ich damals die Kupplung dran gemacht. Ganz genau. Genau. Von 91 mit 1,6er Maschine, PN-Vergasermotor. Ja, den, richtig schön oldschool. Ganz genau. Ja. Aber den werden wir komplett auseinanderrupfen, neu lackieren, neu aufbauen und auch einen kompletten Motorumbau machen. Okay. Auch einen GTI-Motor. Okay, das ist natürlich auf alle Fälle ein bisschen was geplant, ne? Ganz genau. Und der ist ja noch nicht so weit wie der da hinten, ne? Zeitgleich gestartet. Ja. Was? Darauf ran. Wir hatten schon eine Halle. Guck mal, vor einem Jahr ungefähr. Und man kann so sagen, dass keine Schraube dran gedreht wurde in dem Jahr. Doch, ich hab die Kupplung gemacht. Ach so, die Kupplung ist gemacht worden. Stimmt. Tut mir leid. Kupplung ist gemacht. Also das Rennen verliert ihr, das wisst ihr. Nein, ne? Ist gemacht worden. Also nicht selber, aber gemacht. Ja, von mir. Also von Marc. Bleibt in der Familie. Gibt es ein Video von. Ja, stimmt. Gibt es ein Video von. Ja, und sonst eigentlich das, was du gerade gesagt hast, sonst ist noch was geplant? Nein, ne? Ja, erstmal komplett auseinandergerupft. Ja. Gut. Ja, also das wäre dein Teil. Das ist auch so
schon. Ganz genau. Ja. Und dann der Tim hinten, kannst ja auch noch mal kurz herkommen. Der steht zwar jetzt auf meinem Platz, ne? Aber, also das wäre mein Platz hier. Aber dieses Kfz kennen Sie ja auch schon. Der Tim hat das jetzt quasi da abgestellt, weil er erstmal hier drin stehen soll und ich noch gar nicht. Also für euch jetzt, ich ziehe selber noch nicht direkt jetzt um, sondern ich bleibe noch einen Monat drüben bei mir in der Halle, um meinen fertig zu machen, Motor zusammenzubauen und dann hier rüber zu kommen, weil es macht keinen Sinn, alles zusammenzusuchen und hier rüber zu kommen. Das macht halt einfach keinen Sinn. Ja, dann kannst du aber erstmal erzählen, was du noch mit deinem Auto geplant hast, wenn du möchtest. Meine? Ja, du hast ja schon länger jetzt keine Videos mehr gemacht. Ich habe länger keine, nein, ich hab... Ja, aber es hat einen Grund, ne? Die alte Halle von euch war etwas wärmer. Ja, die war im Sommer etwas wärmer, ja. Also bei 40 Grad hat auch keiner Bock zu schrauben. Ja, Außentemperatur. Außentemperatur, Innentemperatur. 60 Grad, so, ja. So ist das hier gewächshausmäßig, ne? Ja. Nee, also stehen geblieben sind wir damals bei den Bremsen, Bremsleitungen, Quellen, genau. Die Geschichten. Ja, was noch kommt, also ihr könnt es jetzt gerne mal zeigen. Ja, dann gehen wir rüber. Sind so diese E30 typischen Dinger. Die Innenausstattung ist ganz furchtbar mitgenommen. Ja, also das, was wir sowieso gesehen haben, ist ja. Ja, die haben die nicht genannt, die habe ich sogar nicht gesehen. Echt? Da waren noch diese Bezüge drauf, die habe ich da drauf gelassen. Oh, okay. Und war sehr überrascht. Ich habe einen Teil gesehen, die Hälfte gesehen und habe gedacht, okay, es ist in Hoffnung, Gott sei Dank. Ja. Aber ja. Nein. Okay, aber motortechnisch haben wir auch festgestellt, wie die Leute geschrieben haben, dass mit den Nockenwellen, also dass das keine Ventile zum Einstellen sind, sondern. Ja, normal, ich dachte nochmal, ne? Ich bin selber nur den Sechszylinder gewohnt, im E30. Von daher, also in 20. Aber da werden wir auf alle Fälle noch sehen. Also grob zusammengesetzt, Innenraum. Was haben wir noch? Motor. Der Motor kommt, ja, da kommt aber noch ein Video irgendwann. Aber Großteil ist gemacht, also Großteil, was TÜV in der Wand ist gemacht, außer der Lüftergebläse. Genau, Lüftergebläse muss noch gemacht werden. Ja, Lampenlichter halt rundum nochmal kontrollieren, allen Quatsch. Und dann ist er eigentlich fast TÜV-bereit. Dann ist er eigentlich TÜV-bereit. Ja. Also Kaltaufreger kommt noch rein, den habe ich zu Hause liegen. Hast du noch gekauft, genau, damit der soll halt Euro 1. Hm? Genau, Euro 1, er soll halt ruhiger laufen für den TÜV, damit da nicht durchgeguckt wird. Für den TÜV, ne? Ja, auch für mich, aber damit halt nicht irgendwas in Frage gestellt. Ja, Kaltlaufregler arbeitet auch ein bisschen anders. Ja, nein. Da drinnen sind so viele... Es geht sich nicht um den Kaltlaufregler. Professoren, die genau wissen, was der Kaltlaufregler macht. Und jetzt ist nur für die Steuer, nur allein für die Steuersenkung, um in eine andere Schadstoffklasse zu kommen. Genau. Aber wie gesagt, der Motor soll noch mal reingeguckt werden, was Hydros sagen und so weiter. Also damit grob das, was auch vorher gesagt wird, müssen wir dann noch machen. Dann kommt noch was. Wir werden auch noch, ich denke, die Hutablage beziehen. Ja. Da kommt noch was. Ja. Gut, ja, jetzt zu meinem Teil quasi der Sache. Also das ist mein Platz hier. Ich habe die Halle gefunden, die ist nicht weit weg von unserer alten Halle, weil wir waren ja sowieso nicht weit auseinander. Jetzt kommt noch der große Knackpunkt, da wo der Tim jetzt steht. Hm? Da haben wir ja theoretisch noch ein bisschen Platz. Ich gehe mal ein Stück zurück hier. Oh, rauszoomen, so. Ja, also das ist knapp 4 Meter mal 4 Meter ungefähr. Da bauen wir eine Hütte rein, also sprich so einen kleinen Raum trennen wir ab, sodass wir da alles mögliche reinstellen können, wie einen kleinen Tisch, ein Waschbecken und so weiter, Router. Laptops, genau, dass ich halt auch nicht immer jeden Scheiß mit nach Hause schleppen muss. Also ganz ehrlich, das geht mir dermaßen auf den Sack, dass ich den Laptop und die Kamera immer mit nach Hause nehmen muss, Alter. Das ist so nervig und der Rucksack, der wird unglaublich schnell dreckig, kann man da reinstellen und dann ist das auch alles ein bisschen sauberer und gediegen. Jetzt kommt der allerbeste Punkt. Wir haben hier hinterher tatsächlich Internet. Wir haben hier, was für ein Strom? Starkstrom. Korrekt, wir haben Starkstrom und leider ist es ein bisschen blöd, was jetzt die Deckenhöhe angeht, aber wir haben Möglichkeit für eine Bühne. Und diese Bühne wird nicht nur Möglichkeit, sie ist die, in Planung. Genau. Also wir haben die Möglichkeit, sie zu kaufen. Genau. Und wir dürfen sie aufstellen. Dürfen hier Traglasttechnisch, ja. Genau, wir dürfen hier alles machen. Das ist eher Oldschool-Boden. Der ist bestimmt 2 Meter dick. Prinzipiell ist es eine alte Scheune. Genau. Auf einem Bauernhof. Der aber modernisiert wurde. Der modernisiert ist. Genau, der komplett modernisiert ist. Genau, von daher hast du traglasttechnisch keine Probleme im Boden. Richtig. Also haben wir quasi hier auch, jetzt müssen wir nur gucken, wie das geldtechnisch passt mit der Bühne, weil das ist nicht ganz günstig und das wäre jetzt so eine Investition, weil hier mussten wir relativ viel Kaution zahlen und es kommt alles aufeinander, dann doppelte Miete für mich und so weiter. Also da ist ein bisschen was hinter und deswegen habe ich ja auch quasi
mehrmals darauf hingewiesen, dass wir für neue Projekte und alles, dass ihr mich unterstützen könnt. Und das ist halt auch ein Teil dazu, was mir hilft. Also, wie gesagt, Links in der Beschreibung und auch Dank an die Leute, die natürlich jetzt schon unterstützt haben. Ne, die Namen kann ich auch wieder hier einblenden, nicht zu vergessen. Und ich würde sagen, freut euch auf neue Videos, auch mit Tim und den anderen da hinten. Sagt nochmal tschö, Leute. Ciao. Ja, haut rein. Und ja, willst du auch noch ein abschließendes Wort sagen? Nein. Nein? Haut rein, nicht vergessen, zu kommentieren, zu liken und ein Abo dazulassen. Tschüss.